Zeigt dein Kunde Begeisterung? Ein Kunde, der von dir und deinem Produkt nicht begeistert ist, kauft nur dann, wenn es wirklich nicht anders geht. Das ist ganz schlecht. Denn richtig erfolgreich wirst du so nicht. Wenn du mehr willst als nur den Durchschnitt, wenn du ein Eliteverkäufer mit einem Eliteeinkommen sein willst, dann ist es nötig, dass du mehr tust. Doch nicht einfach nur mehr vom Üblichen, sondern über das Übliche hinaus sorgst du dafür, dass dein Kunde begeistert ist. Du hast richtig verstanden. Für die Begeisterung deines Kunden bist du zuständig und verantwortlich. Du hast die Mittel und die Werkzeuge, dem Kunden Begeisterung zu vermitteln. Warte nicht darauf, dass er sich zufällig und von sich aus für dein Produkt begeistert. Entfache anstatt dessen die Emotion in ihm. Wie geht das? Ganz einfach. Erstens, lass deine Begeisterung auf den Kunden überspringen. Zeig sie ihm. Zweitens, zeige deinem Kunden dein Engagement für ihn. Drittens, verhalte dich kundengerecht, also pünktlich, verlässlich, freundlich und lächle. Viertens, stell dich ganz auf deinen Kunden ein, mit deiner Aufmerksamkeit, mit deinem Auftreten, deiner Ausdrucksweise. Fünftens, spreche bei der Präsentation weniger von den Produkteigenschaften und mehr von den Produktnutzen. Sechstens, zeige neben den sachlichen Nutzen unbedingt auch die emotionalen Nutzen für deinen Kunden. Und siebtens, der allerwichtigste Punkt ist, beziehe dich bei der Nutzenargumentation auf die Ergebnisse deiner vorausgegangenen Bedarfs- und Bedürfnisanalyse. Denn das ist deinem Kunden wichtig. Hier ist Bianca Koch von der Ressourcenschmiede. Was meinst du dazu? Wie zeigst du deine Begeisterung? Schreib mir einfach einen Kommentar. Ich freue mich, wenn du das Video likest und teilst. Abonniere den Kanal und klicke auf das Glöckchen und du bleibst immer auf dem Laufenden. Danke und bis zum nächsten Video.